Ein tönernes Gefäß, sorgsam geformt und verziert. Darin hunderte Fragmente menschlicher Knochen. Beim Sonntagsspaziergang ist Antje auf eine Grabstelle gestoßen. Angelegt von den frühen Bewohnern des Emslandes. Im Museum in Meppen ist ihr Fund jetzt das Objekt des Monats. Ich bin schon sehr glücklich und ich bin auch sehr, sehr stolz auf mich. Das findet man auch nicht jeden Tag. Als wir den ausgegraben haben, da war mir auch klar, nein, das ist kein Stein und das ist ein Topf irgendwie so. Und da habe ich auch die Rillen da so gesehen, die so eingeritzt waren. Und dann wusste ich, ja, das kann schon so 2 Jahre her gewesen sein, dass jemand das so eingebuddelt hatte. Mit ihrer Einschätzung liegt Antje leicht daneben. Seit etwa 500 vor Christus hat der Tontopf im Boden gelegen. Die Kreisarchäologen können ihr Glück kaum fassen. Urnen aus der Eisenzeit werden im Emsland zwar viele gefunden, kaum eine aber in einem so guten Zustand. Das ist für uns sowas wie ein Sechser im Lotto, vor allem weil diese Urne im Prinzip fast komplett geborgen worden ist oder geborgen werden konnte. Es fehlen nur ganz kleine Teile, also das ist schon toll. Meistens sind die Urnen doch etwas zerdrückter und in Einzelteilen und dann müssen wir sie wieder zusammenbasteln. Dass die archäologische Sensation nach 2.500 Jahren geborgen werden konnte, ist Antjes Hartnäckigkeit zu verdanken. Bei einem Spaziergang in Werlte klettert die Schülerin in einer Sandgrube herum und entdeckt die halb in der Erde steckende Urne unter einer Wurzel. Nur mit Mühe kann Antje ihren Vater überreden, das seltsame Ding auszugraben. Und dann habe ich gesagt, Papa, komm mal her, bitte. Ich will das einmal nur kurz ausgraben. Und dann ist Papa nach oben gekommen. Mit einem lauten Seufzer und dann haben wir das ausgegraben. Ja, ist ja auch ihr Verdienst. Also durch ihre Hartnäckigkeit und durch ihren Willen, hier irgendwas zu finden, ist die Urne letztendlich zutage gekommen. Ohne dass sie sich so eingesetzt hat an dem Tag, hätten wir sie heute nicht gehabt. Die Familie informiert den Landkreis. Experten bergen die Urne und untersuchen die sterblichen Überreste. So weiß man heute, der Verstorbene war höchstwahrscheinlich ein Mann, ist zwischen 35 und 39 Jahre alt geworden. Die Lebensbedingungen im Emsland waren zu seiner Zeit offenbar gut, denn Hinweise auf Hunger und Notzeiten geben seine Knochen nicht. Es gibt keine Auffälligkeiten am Skelett, auch keine irgendwie Verletzungen oder ähnliches, einfach nur altersbedingte Verschleißerscheinungen und ansonsten ein wohlgenährter Mensch, der mit Sicherheit ein relativ gutes Leben geführt hat für die damalige Zeit. Entdeckergeist hatte Antje schon vorher, aber der aufsehenerregende Fund spornt sie jetzt noch mehr an. Im Wald gehe ich jetzt auch überall irgendwo hin, wo nicht der Weg ist. Und die Augen sind auch die ganze Zeit offen, deshalb. Nicht auszuschließen, dass Antje so noch mehr Relikte aus längst vergangenen Zeiten findet. Spuren unserer Vorfahren liegen überall im Emsland noch reichlich in der Erde verborgen.